das Grundgesetz eingefügt werden. Und damit stehen wir nicht alleine. Das ist keine irre Idee der AfD, sondern wir stehen querbeet auf einem Fundament mit vielen Persönlichkeiten. Die deutsche Sprache ist in Gefahr. Sie ist in Gefahr durch Überflutung durch Anglizismen. Sie ist in Gefahr durch einen um sich greifenden Englischwahn an Universitäten, wo ganze Studiengänge auf Englisch angeboten werden. Sie ist in Gefahr in der Wirtschaft. Die deutsche Sprache ist auch in Gefahr durch eine massive Zuwanderung. Wir haben es mitbekommen in letzter Zeit. Die deutsche Polizei twittert, informiert und belehrt auf Arabisch und Türkisch. Die Thüringer Polizei wirbt auf Arabisch. Behörden informieren und kommunizieren auf Türkisch und Arabisch, meine Damen und Herren. Das ist kein Beitrag zur Integration, da fehlt der Anpassungsdruck. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner wünscht uns Mut zur Courage. Ich übersetze das mal nicht. Ich wünsche uns die Courage, anderen Sprachen mit Respekt zu begegnen, statt Angst davor zu haben. Und Sie wollen den Wert der Muttersprache in den gesellschaftlichen Fokus setzen. Meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Und als ich damals Bürgmeisterwest bin, in mein eigen Gemein, da habe ich damals, wie es davon overtücht wäre, dass das Bete ist, wenn man mit der Lü, der direkt mit einem Tadaunem auch im Plattdeutsch sprechen kann. Ich würde sagen, die Vielfalt der Sprachen aus den Regionen macht doch den Wert Deutschlands und der deutschen Sprache insgesamt auch aus. Und sich down so, als wenn man Angst hemmen muss dafür, dass irgendein von Buten noch seinen Einfluss in uns Sprache hingeben darf. Deutschland profitiert davon, dass wir zusammenwasen in Welt. Zusammenwasen in Welt geht nur, wenn man sich gegen sie dich unterholen und verstehen kann und wenn man die richtige Sprache proben kann. Und wenn man eine andere Sprache... Herr Kollege Saathoff, abgesehen davon, dass Sie bitte darauf achten, dass wir alle auch verstehen, was Sie sagen, wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg akzeptieren. Herr Präsident, die AfD vermutet, dass durch Quantität ihrer Zwischenfragen ihre Arbeit mehr wertschätzt wird. Die Qualität lässt aber deutlich zu leiden. Und wir haben das heute erlebt. Ich lasse keine Zwischenfrage zu.